Wir sind hier am Auensee in Rohr, eine wunderbare Landschaft. Aarau und Rohr haben ja jetzt fusioniert. Ich bin hier dafür, ich habe das eine gute Sache gefunden. Und es ist natürlich eine wunderbare Gegend. Also Aarau kann natürlich stolz sein, dass sie jetzt zu so einem See kommt, wo Rohr bietet. Die Auenlandschaft ist auf ökologischem hohem Wert. Und überhaupt das Gebiet hier unten ist wunderbar. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass man zwei Wahlkreise macht aus Rohr und Aarau. Auch in der Präsidentenkonferenz fallen Rohrer und Aarauer Parteien, sodass das Eigenleben von Rohr irgendwie kann erhalten bleiben. Das hat man jetzt so auch gemacht, sodass es zwei Wahlkreise gibt für das Parlament von Aarau-Rohr. Ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil einfach, wenn Aarau nur Rohr schluckt, ist das einfach ein falsches Zeichen für alle. Ich setze mich auch dafür ein, dass es so bleibt. Es ist nämlich durchaus möglich, dass man diesen Wahlkreis behalten kann, auch in Zukunft. Es braucht eine Gemeindeordnungsänderung. Und dann könnte man das eigentlich so beibehalten, auch in Zukunft. Und es wäre auch ein gutes Zeichen für alle Aussengemeinden, ausserliegenden Gemeinden von Aarau und Rohr, wenn sie mal fusionieren würden mit Aarau und Rohr, dass man ihnen das Gleiche auch anbieten kann, dass eigentlich Gemeindepartei, das Gemeindeleben so erhalten bleibt. Es ist interessant, wenn man die Wappen von Rohr und Aarau vergleicht. Aarau mit dem Adler und Rohr mit diesen drei Kanonenputzer. Und das ist vielleicht ein Zeichen auch, wie die Politik in diesen beiden Gemeinden funktioniert. Rohr ist doch recht erdverbunden, hat mehr Bauern. Aarau hat nur einen Bauern, zu Rohr hat es noch mehrere Bauern. Und Aarau ist manchmal so mit der Art Urbanität, das wird ausstrahlen, ist so ein bisschen wie der Adler, der oben über die Südtüren fliegt. Und es fehlt manchmal die Bodenhaftigkeit. Von dem her hoffe ich, dass Rohr Aarau ein bisschen Bodenhaftigkeit kann geben kann, wie im Sinn von diesen drei Kanonenputzer. Und Aarau, Rohr, vielleicht so einen Adlerflug, ein bisschen grösseren. Und von dem her sind die beiden Wappen eigentlich noch recht symbolisch für die beiden Gemeinden.